nur noch 3 Kilometer bis nach Bad Salzschlirf. Diesmal habe ich mich bei der Buchung auf die Gästebewertungen im Internet verlassen. Die sind ja hervorragend. Ach, da ist ja das Paradies. Ein leckeres und reichhaltiges Frühstück garantiert einen guten Start in den Tag. Das wurde in den Gästebewertungen im Internet immer wieder gelobt. Das Haus bietet Einzel- und Doppelzimmer, Wohnapartments sowie Ferienwohnungen. Vom Balkon aus kann man direkt in den Kurpark schauen. Und von der rückseitigen Terrasse ist der Blick genauso schön. Ferienwohnungen sind großzügig und modern eingerichtet. Ideal für einen längeren Aufenthalt in Bad Salzschlirf. Für Familienfeiern, Seminare oder sonstige größere Events bietet Ihnen das Paradies für bis zu 70 Personen ansprechende Räumlichkeiten mit hervorragender Bewirtung. An dem auffallend schönen Kachelofen treffen wir die sympathischen Papas. Wir haben von einem Bekannten erfahren, dass dieses Haus zu verkaufen sei. Und ja, wir eigentlich nur gesagt haben, wir gucken mal. Wir schauen uns das Haus mal an. Und wir haben eigentlich eher ein Wohnhaus gesucht, wo man ein bisschen auch Partyservice machen kann und dies und jenes. Und vielleicht auch Zimmervermietung. Und dann haben wir das Objekt gesehen und haben uns verliebt. Wir finden es hier sehr schön, weil das Haus sehr gepflegt ist und durch den Umbau jetzt auch. Und die auch vorher hier schon waren und sagen, das ist hier alles angenehm gestaltet, es ist liebevoll eingerichtet. Sie fühlen sich hier wirklich sehr wohl und sie können mit den Kindern auch was unternehmen hier im Ort. Ich bin für den Servicebereich zuständig, als auch die Zimmerverwaltung, Rezeptionsverwaltung. Ich mache eigentlich alles, was mit dem Essen dann zu tun hat. Planung, Menüplanung, von der Taufe bis zum Trauerkaffee, alles. Wir haben nur Gesellschaften ab 20 Personen bewirtschaften wir und bis knapp 70 Personen haben hier Platz in 2 Räumen. Barbecue-Buffet bis zum Mediterranen, alles. Hier eine Spezialität des Küchenchefs, Flammkuchen.
Und Sie würden nun was empfehlen? Ja, natürlich an erster Stelle unser Haus.